Und ja, da dieser Daimonite über vier Hörner besitzt und der Scylla Fotei nur ein niederer Diener ist, denke ich, dass dies weniger ein Problem sein sollte. Aber für andere Schiffe ist es durchaus beachtlich. Wenn ich recht informiert bin, brennt eine Dämonenarche hier gar nicht mal wirklich. Zumindest nicht mit profanem Feuer. Magisches Feuer entzündet es sehr wohl. Allerdings ist Zählt es es, als magisches Feuer? wir reden hier von heißem Wasser. Ich erinnere mich daran, Nicht von Feuer. Ich erinnere mich daran, dass Kasiman mal erzählt hat, dass Dämonenarchen wohl gegen Element, auch gegen magisches, elementares Feuer, hat er es, glaube ich, genannt, gar nicht so empfindlich seien. Ihn müsste man eher mit Eis zu Leibe rücken. Nun, das Problem, was Dämonenarchen haben, ist, dass sie wohl zweierlei Sphären entstammen. Meine Thesen dorthin sind noch nicht allzu weit, nun ja, formuliert. Da hatte der Vorbesitzer eurer Kabine einige Erfahrungen mehr. Aber nun ja, magisches Feuer, der Verpester der Elemente, Widerkarl, ist auch ein Teil dieses Schiffes und daher wird wohl dämonisches Feuer eher gegen uns spielen als für uns. Eis allerdings würde sicherlich sehr gut funktionieren. Nun gut. Bliebe nur das Problem der zehn Aale und Rotzen. Wie gesagt, sie werden nach außen gerichtet sein. Das heißt, wenn wir in den Hafen kommen, werden sie sicherlich ein wenig Zeit brauchen, um die Geschütze herumzuschwingen. Zeit, die Bronn nutzen kann, um sie selbst einzudecken. Wäre es möglich für die Hexe, diese Geschütze zu zerstören aus der Luft? Irgendwas mit der letzten passiert ist? Ja, Das weiß ich das nicht. weiß er ja nicht, erzählt's ihm doch. Und das letzte Mal. Wir wissen gar nicht mal, was genau passiert ist, aber sie hat sich offensichtlich ein Geschoss eingefangen, denn sie lag danach tot in Helmbord am Boden. Ohne Kopf. Ohne Kopf. Muss also ein ziemlich großes gewesen sein. Oder ein Zauber. Nun, Oder für ein tragisches Verlust. Werter Ahmad, seid ihr denn diesmal in der Lage, die Ignisphäre-Kanonen zu verschießen? Ich denke, das Die sollte was? uns. Also nicht. Hattet ihr Die darüber noch Arche nicht kann. nachgedacht? Die Arche kann Feuer schießen, Ahmad. Und so etwas wollt ihr ebenfalls nutzen? Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, wenn ihr wirklich die Stadt, die den Beinamen die Uneinnehmbare trägt, tatsächlich angreifen wollt. Es könnte zum Beispiel verwendet werden, um den Dämon zu befeuern. Meint ihr nicht? Oder die feindlichen Schiffe zu versenken. Oder um die Geschütze aus dem Spiel zu nehmen. Denn niemand will Wollt. freiwillig in einem brennenden Turm stehen und noch schießen, wenn er genauso gut lieber rausrennen könnte. Diese Arche kann Feuer schießen. Diese Arche kann Feuer schießen. Wie ich bereits sagte, der unheilige Vater der schwarzen Lande, Vitakal, ist ebenso Meister dieser Arche und damit steht auch uns das Feuer zur Verfügung. Werde solche Gut zu wissen. widernatürlichen Waffen bestimmt nicht einsetzen. Dann sollten wir uns vielleicht noch einmal. Nun ja, entweder wir kümmern uns um einen anderen Steuermann. Er verbeugt sich vor dir, Ahmad. Das meinte ich nicht persönlich. Kümmern, der vielleicht diese Geschosse benutzt, oder wir tun es tatsächlich dann heimlich. Ich weiß nicht, ob es einen diplomatischen Zwischenfall gibt, der es uns erlaubt, an diesem Hafen anzulegen. Nun, wenn wir erneut einen Angriff tun, ohne jedwede Geschütze, bin ich absolut gegen jeden Angriff gegen jeden Feind. Bronn wird auf jeden Fall schießen. Punkt. Ja, ich werde an keinem Angriff teilnehmen, an dem wir keine Geschütze benutzen. Das wäre Selbstmord. Wenn ich die Karte von Boran richtig lese, verfügt sie über einen inneren und einen äußeren. Eine innere und äußere Mauer, richtig? Richtig. Könnten wir dies zu unserem Vorteil benutzen? Die Mauer nehmen, sie so lange halten, bis wir unser Plan erledigt haben und dann verschwinden? Könnte gehen. Ach, das setzt voraus, dass wir die Mauer überhaupt eingenommen bekommen. Nachts dürften sich doch nicht allzu viele Leute rumtreiben auf der inneren Mauer.
200 Leuten müssen wir schaffen. Ja, dann, ihr erinnert euch, was unsere werte Romilly beim der letzten Schlacht anrichten konnte. Jetzt überlegt, nun, wer weiß, wie viele kriegerische Hexen, die in Rüstung umherfliegen, was die anrichten könnten. Ungesehen von uns in der Nacht. Und wer weiß, was noch für magisch begabte Paktierer dort herumkreuchen und fleuchen. Ja, wir müssen schnell sein. Wir reden hier von einem Hafen, der Helmer Harfax gehört. Der sich nicht im Aufbau befindet. Wie gesagt, wenn überhaupt, müssen wir schnell sein. Aber um schnell zu sein, müssen wir genau wissen, wo unser Ziel ist, und das wissen wir nicht. Was hattet ihr von folgendem Plan? Wir nehmen die Feuergym, laufen in Boran ein, bezahlen die Anlegegebühr und so weiter und so fort. Nehmen nachts einen der Leute, die in der Hafengarnison beschäftigt sind, hoch und befragen ihn, wo das Zeug gelagert ist. Wenn wir das herausfinden, können wir mit der Dämonenarche im Kriegshafen einlaufen. Wie Jasper bereits sagte, einen diplomatischen Zwischenfall fingieren. Ein Land stürmen, in das Lagerhaus eindringen, das Elixier mitnehmen und uns innerhalb der nächsten paar Minuten wieder auf die Arche zurückziehen. Dann sprinten wir aus der Stadt, bevor irgendjemand seine Geschütze auf uns richten konnte. Das klingt mir noch nach dem besten Plan und nicht allzu schwer, eine andere Flagge zu hissen und so zu tun, als wäre man jemand anders. Naja, dann guckt auch doch sehr bitter, als du das sagst. Mal ein wieder, sehr ja. Praktisches Manöver. Ich bin mir sicher, wir haben noch einige Flaggen von gekaperten Schiffen, oder? Ja, die haben wir. Wunderbar. Wie ich das mitbekommen habe, passt Ahmad, die Rüstung des Zwergen passt euch wohl nicht. Ihr könntet also nicht als Belhalhar-Geweihte herumlaufen? Würde ich auch niemals vorhaben. Das habe ich mir gedacht. Warum zieht ihr dann so etwas in Erwägung? Gute Frage, Jasper. Ich stelle mir nur die Frage, nun ja, bleibt ihr dann hier an Bord? Nehmen wir an, ich werde eure Operation gefährden, wenn ich mitkomme. Die Möglichkeit besteht. Außerdem kann ich mir solche gotterlästigen Sachen, die ihr dort wahrscheinlich tun werdet, nicht mit ansehen. Ich werde wohl hier auf dieser wieder natürlichen Arche bleiben. Ein einfaches Stoffgewand würde doch auch gehen. Herr Gnaden, es gibt Dinge, die kann man nicht einfach zum Zweikampf herausfordern. Manchmal muss man einen anderen Kurs eingehen. Wir sind im Krieg, das hier ist kein Spiel. Aber ich kann das natürlich verstehen, wenn ein Rondra-Geweihter viel lieber auf einer dämonischen, verseuchten Arche bleibt, als einen Hafen zu betreten. Tun alle, was wir müssen. Er meint einen Hafen, der dämonisch verseucht ist. Nun, bleibe lieber auf dieser Arche und kümmere mich um die einzigen 12 göttertreuen Leute an Bord. Jasper, ihr könnt euch doch sicherlich damit aus Zauber auf Gegenstände zulegen, zum späteren Benutzen, nicht wahr? Ihr sprecht von einem Artefakt. Und ja, ich habe auf der Seeadler mal von einem der Offiziere gehört, wie sie manchmal kleine Gegenstände hatten. Und wenn man ein bestimmtes Wort gesagt hat, haben sie dann leuchtende Bälle in die Luft geschossen. Ja, ihr sprecht von einem Artefakt. Je nachdem, welchen Zauber ihr drauflegen wollt, könnt ihr dies tun. Vielleicht lässt sich damit eine Signalfackel oder so ähnlich aufziehen. Ein rotes Licht, das aufsteigt. Zum Beispiel, ein blaues Licht, je nachdem. Es könnte unter Umständen helfen, zwischen der Arche und uns zu kommunizieren, wenn wir den Hafen angreifen. Falls wir ihn angreifen.
Nun gut, dann ist es also beschlossen. Wir nehmen uns erst einmal die Feuer-Djinn und laufen in Buran ein. Okay, dann habt ihr das zu Ende gedacht. Was passiert, wenn ihr nun ja vielleicht dabei erwischt werdet, wie ein dieser Admiräle, Hauptmänner, Adjutanten gefangen genommen habt? Also nehmen wir an, es funktioniert, oder nehmen wir an, es funktioniert nicht. Wie geht es danach weiter? Wir müssen dann aus der Stadt fliehen, aber wie? Mit der Feuerjet kommen wir nicht allzu weit. Das ist richtig, die können wir vergessen. Ihr solltet vielleicht eure Pläne zu Ende denken. Das macht sich generell sehr gut, nicht nur hier. Natürlich. Also, noch einmal. Nein, wenn irgendwas schief läuft, sitzen wir fest. Ich stelle mir gerade immer noch die Frage, warum dieser ganze Aufwand. Wir stürmen eine Stadt, die als unannehmbar klassifiziert wird, um ein paar Gifte zu besorgen, wo ich nun ja vermute, dass sie dort sind. Ich gehe einfach dann ganz fest davon aus. Um dann eine Seeschlange zu erjagen, um sie dann lebend als Niere einzusetzen. Ist es nicht einfacher, dass wir uns einfach an ein paar, nun ja, Piraten bedienen und diese als Niere einarbeiten? Nein. Das kostet vielleicht sogar weniger Menschenleben. Um genauer zu sein, gar keine, da die Piraten lebend eingearbeitet werden. Aber es zwingt niemanden dazu, lebend in die Arche eingearbeitet zu werden. Mich erstaunt, dass ihr die Prioritäten so setzt. Schweigendes Zähneknirschen. Eine Seeschlange ist eine Seeschlange. Ein Mensch ist wohl etwas mehr als eine Seeschlange. Ihr sollt eure Worte genau abwägen jetzt. Eigentlich wiegt eine Seeschlange mehr als ein Mensch. Ich rede nicht von dem Gewicht. Von der Wichtigkeit rede ich. Ah, das meint ihr. Nun, auch da könnte ich euch zur Göttertheorie einiges erzählen, aber die wurde mir das letzte Mal schon verboten. Zu Recht. Nun, wie sieht unsere Alternative aus? Wir warten eine Woche und hoffen, dass die Arche noch so lange fährt. Wie wäre es, wenn wir den Plan ein wenig modifizieren? Wir laufen mit der Feuer-Djinn ein, erkunden die Stadt, finden heraus, wo dieses Elixier verborgen ist. Die Arche folgt uns in einem Abstand von einem Tag. Wir stürmen das Lager. Gleichzeitig wird die Feuer-Djinn wieder innerhalb dieser Arche eingelagert und wir verschwinden mit beiden Schiffen, beziehungsweise mit der Arche innerhalb. Wir könnten auch einfach hineinfahren, fragen, ob sie solches Gift haben, um eine Seeschlange zu jagen. Und wenn sie es haben, können wir es klauen. Wenn nicht, dann nicht. Oder es einfach kaufen. Oder es einfach kaufen. Wen wollt ihr denn fragen? Nun, irgendwer wird es herstellen, oder? Und irgendwer wird Geld machen wollen. Schätzt ihr Helm Harfax als geldgierig ein? Nein, aber seine Untergebenen durchaus. Ich vermute, nicht jeder Mensch wird ein treuer Diener Helm Harfax dort sein. Es wird auch dort Händler geben und nun Alchemisten, die selbstständig arbeiten. Das könnte wiederum viele Menschenleben sparen, aber ist natürlich sehr teuer. Aber was sind schon schnöde Dukaten gegen Menschenleben der Kamotgarde? Kamotgarde mache ich mir wenige Gedanken. Was, wenn euer Plan wieder nicht funktioniert? Wenn sie uns nichts verkaufen wollen? Dann müssen wir unverrichteter Dinge wieder abziehen.
Oder sie werden ungehalten und versuchen uns festzusetzen. Das richtig. Könnte passieren. Ich sehe keine gute Möglichkeit, um an die ganze Sache heranzugehen. Uns bleibt auch noch eine ganz andere Möglichkeit. Die wäre? Wir lassen das Ganze. Wir fahren nach Kuntium. Dort gibt es auch Alchemisten. Und suchen nach einem ganz anderen Weg. Kuntium ist weit weg. Nun, nicht zu weit. Und wir müssen sowieso nach Kuntium. Bis wir in Kuntium sind und wieder zurück sind, ist die Woche auch um. Nun, wie mir scheint, haben wir bisher nichts von unserer Geschwindigkeit verloren. Allerdings haben wir einen verringerten Tank, wenn ich das so sagen kann. Das heißt, wir müssen stetig länger einen Tag warten, bis wir neues Unwasser aufgenommen haben. Das kommt noch dazu. Und ein Splitter der ertränkten Tochter wäre doch allzu nett in unseren Händen, nicht wahr? Es wäre doch also sehr von unserem Vorteil, wenn wir uns zu diesem Termin in Rulat befinden. In den Händen der Elfertkirche, meint ihr wohl? Genau, wie das Schwert. Das befindet sich ja auch in den Händen der Elfertkirche. Er wird es zu gegebener Zeit. Genauso wie der Splitter. Ich werde euch unterstützen, wie ich kann, in der Hoffnung, dass wir uns diesen Splitter Xeran abtrotzen können. Natürlich. Wissen wir überhaupt, was dieser Splitter macht, kann? Was für eine Bedeutung er für den Feind hat? Wir wissen, dass er gefährlich ist. Ein göttliches Artefakt, möchte ich sagen. Vor allem wissen wir, dass Xeran ihn unbedingt hat und haben will. Alles, was Xeran haben will, ist gut, ihm nicht zu geben. Das ist natürlich immer eine gute Möglichkeit, dem Feind zu schaden. Ihm etwas abnehmen, was er haben will. Und scheinbar fließt die Macht der Heptarchen ja aus den Splittern, die sie halten. So wie ich das verstehe. Verfluchte. Also wenn wir nach Kuntium fahren, hat keinen Sinn. Wenn wir das tun, können wir genauso gut hier irgendwo in einer Bucht liegen und Unwasser tanken, während Doshek in seinem Labor zurechtkommt. Und 7 Tage abwarten. Hoffen, dass die Arche nicht kollabiert. Eine andere Expedition wäre, dass wir hier in Maraskan an Land gehen und uns mit der Flora und Fauna anlegen. Und dann? Zutaten sammeln, oder was meint ihr? Genau. Einige Gifte selbst herstellen. Das wäre dann natürlich kein Traumwind-Elixier und ist dann vielleicht sehr bohrenangefährlich, wenn ich sagen möchte, aber nun ja, auch das ist eine Möglichkeit, mit Giften für Nenegard zu arbeiten. Wart ihr schon einmal auf Maraskan im Dschungel? Habt versucht, euch zurechtzufinden, mit der Flora und der Fauna gekämpft? Wie ich bereits sagte, meine Maraskan-Kunde ist quasi nicht existent. Sonst irgendjemand hier? Dachte ich mir. Also lassen wir das. Mir gefällt der Gedanke, Hafax einzusetzen und Boran etwas anzuzünden. Was Helmer Hafax schadet, ist immer gut. Ja, was wäre hochriskant. Wir können auch nebenbei den Lilienthron von Lady Majida anzünden. Ein netter Gedanke. Sie hat hätten es, wie gesagt, verdient. Hätten wir Zeit, würde ich sagen, wir versuchen, Kontakt zum freien Maraskan herzustellen. Unterstützung zu organisieren. Aber Zeit haben wir nicht. Und wenn wir mit einer Dämonenleiche in Sinoda einlaufen, ist das Einzige, was passiert, dass man auf uns schießt. Nicht zu knapp. Ich bin für euren Plan, in Boron mit der Arche einzulaufen. Carino? Ich fürchte, es ist zu riskant. Ahmad?
denke auch, wir sollten mit der Arche einlaufen. Könnt ihr euch denn zusammenreißen, wenn vor euch einige Minderpaktierer stehen oder sogar ein Xanthim angebunden als Haustier vor euch wartet? Ich habe gehört, dass wir dann sehen müssen. Ich habe sogar gehört, dass Belarion Manning das ein oder andere Mal in der Speerspitze weilt. Ich glaube, das haben wir ihm gründlich verdorben. Ihr habt ihn kennengelernt? Flüchtig. Kennt ihr euer Gesicht? Er kennt also euer Gesicht? Das tut er. Das ist schlecht. Ach ja, ich vergaß, ihr werdet steckbrieflich gesucht, Herr Kapitän. Nun, zum Glück gibt es geschlossene Helme. Vielleicht solltet ihr ein Schnurrbart stehen lassen. Aber ja, das ist ein weiteres Risiko. Das werden wir könnten natürlich, wie bereits gesagt, ohne Informationsbeschaffung den Hafen stürmen und die Lage aus dadurch fühlen. Oder ihr geht einfach unter Deck. Natürlich, aber das würde auch bedeuten, dass ich mich in Buran nicht frei bewegen kann. Dann kann ich genauso gut gleich hierbleiben. Nun ja, wenn wir das Gift im Hafen kaufen können oder heimlich vorgehen. Wenn ihr es kaufen wollt, dann ja. Wie wäre es, wenn wir eine Fälschung eines Dokuments herstellen, das uns offiziell als Gesandt Xerans ausweist und wir hier an diesem Ort Vorräte aufnehmen wollen? Xeran und Hafak sind sich gerade nicht sehr grün. Ist das nicht egal? Solange das Geld fließt? Dann behaupten wir, dies ist eine Arche von Paligan. Nur so wenig mir das auch gefällt, aber ja, die Möglichkeit bestände. Könnt ihr solche Dokumente fälschen? Wie gesagt, ich habe so etwas noch nie getan. Ich wüsste nicht einmal, ob es möglich ist. Haben wir jemanden an Bord? Nun, das kann? Solange ihr das nicht könnt. Es steht natürlich auch immer noch die Möglichkeit, dass wir das Ganze mit dem Gift lassen und einfach eine Seeschlange suchen, sie so lange verprügeln, bis sie ohnmächtig wird. Habt ihr schon einmal von Seeschlangen gehört, die ohnmächtig werden? Und dann werden sie genug Blut verlieren. Die Anzahl an Harpunalen, die wir haben, ist begrenzt. Falls es beim ersten Mal nicht funktioniert, haben wir vielleicht keine zweite Gelegenheit. Wir haben immer noch eine Arche, die ein wenig darauf rumkauen könnte. Dann bleibt uns der ganze Spaß in Boran vorenthalten. Nun, es lief in Pericum schon nicht so gut. Und in dieser Stadt werden alle uns feindlich gegenüber sein. Nun, in Pericum waren wir auch nicht auf Kriegseinsatz. Ja, doch wenn wir hier gefangen werden, denke ich nicht, dass jemand uns wieder hinausholt. Deshalb werden wir uns nicht gefangen nehmen lassen. Deshalb werden wir garantiert nicht mit 4 Leuten in den Thronsaal von Nelly Mangina spazieren und sagen, hallo, hier sind wir. Und darauf hoffen, dass sie sich an ihre eigenen Gesetze hält. Ja, Gesetz und Dämonenanbieter passen nicht wirklich zusammen. Sie hat eine sehr verquere Auslegung des 12-göttlichen versucht, das Ganze mit Ruhr und Gror zu vermischen, sodass langsam nach und nach in dem 12-Götterkreis Rondor durch Xafar ersetzt wurde. Müsst ihr diesen Namen aussprechen? Nun, es ist ein Name, der es mir erlaubt, diesen Namen auszusprechen. Ja, umschreibt ihn nächste Mal. Den schlechter. Kapitän, eure Entscheidung. Karinor, ihr und Abelmir werdet mit der Feuerde nach Buran fahren. Und unauffälligst ausloten, ob man von diesem Gift etwas kaufen kann. Beim ersten Anzeichen von Widerstand oder dass jemand Lunte riecht, zieht ihr euch zurück. Wir laufen nachts mit der Arche in den Kriegshafen ein. Und bevor sie merken, dass wir ihnen nicht freundlich gesinnt sind, fangen wir an zu schießen. Wir haben das Lagerhaus, suchen nach dem Elixier. Wenn wir innerhalb von 15 Minuten nichts haben, müssen wir uns zurückziehen. Dann verstehe ich nicht ganz, was Abel, mir und Karino dort machen.
gesagt, wenn sie es kaufen können, umso besser. Müssen wir den Hafen nicht stürmen. Natürlich, wenn sie vorher zu uns zurückkehren. Bevor wir den Angriff durchführen. Falls wir ihn durchführen müssen. Ist das ein Befehl? Es ist der Plan. Ich erwarte Vorschläge. Ihr seid nicht hier, um blind meine Befehle anzunehmen. Ihr habt alle eure eigenen Expertisen. Und ich erwarte, sie zu hören. Wie viel Zeit wollt ihr uns lassen für den Ankauf? Ich denke höchstens 2 Tage. Das sollte machbar sein. Wenn ihr euch nicht traut, oder es euch nicht zutraut, nicht zu zwei den Bohrern durchzunehmen, dann lassen wir das lieber. Der Mut steht wohl außer Frage. Das hat mit Mut nichts zu tun. Das ist ein gefährliches Pflaster und ihr werdet keine Unterstützung haben. Preis wird mich beschützen. Karinor? Nun, möglich ist das wohl, ja. Ich halte es natürlich immer noch nicht für eine gute Idee, überhaupt in Boron einzufahren. Aber wenn, dann denke ich, dass es auf friedliche Weise zu versuchen die beste Möglichkeit ist. Ein Angriff würde uns zu viel kosten. Wir müssen bedenken, dass wir genug Stärke brauchen, um den Splitter zu erobern. Jasper. Was wird dieses Elixier kosten? Wie viel Geld brauchen wir? Nun, der normale Marktpreis. Ich vermute, dass der normale Preis um die 60 Dukaten für eine Anwendung liegt. Allerdings sollte man dabei dann die Ankaufpreise in einem militärischen Hafen nicht vernachlässigen, denn sie werden sicherlich eine saftige weitere Gebühr nehmen und wir werden sicherlich mehr als eine Portion brauchen für eine gewaltige Seeschlange. Das sollte sich dann nach der Länge richten. Und ich würde lieber zu viel als zu wenig kaufen. Rechnen Wie viele Portionen würdet ihr vorschlagen? Nun, wenn wir 10 kaufen, dann sind wir auf der sicheren Seite. Also 600 Dukaten plus Minimum. Zuschlag. Sagen wir 900 Dukaten. Haben wir so viel? Nicht in Bar, nicht hier. Nun, das ist dein Problem. Was macht ihr denn mit dem ganzen Geld, was ihr erbeutet? Das liegt in Kunchom. Im Konto. Na, da liegt es gut. Ich denke, für gewöhnlich auf hoher See braucht man nicht so viel Geld. Außerdem haben wir noch nicht die Belohnung abgeholt für die zerstörte Arche. Haben wir sonst irgendwas von Wert? Außer die Geschütze. Ich wollte gerade sagen, Geschütze und Munition, diverse Alchemiker. Da hört es auf. Ich denke nicht, dass wir Waffenbalsam an den Feind verkaufen wollen. Was ich glaube nicht, dass jemand, der Traumwild-Elixier aus dem Handgelenk herstellt, Waffenbalsam kaufen möchte. Was ist mit diesem Vorbesitzer dieser Arche? Er hat da einen Bordmagus, oder? Das ist richtig. Und dieser Bordmagus hatte er in der Bibliothek? Die wurde sichergestellt und alle schwarzmagischen Werke vernichtet. Leider. Was ist mit den normalen Werken? Welchen Wert besitzen sie? Habt ihr sie schon sortiert? Die hat Magister Brindigian sortiert und ich weiß gar nicht, wo sie liegen. Entweder hier in seiner ehemaligen Kabine oder in Kunchom im Kontor. Aber soweit ich erinnere, war nichts von Ich glaube, in seiner Kabine liegen immer noch diejenigen Exemplare, die er nicht für ketzerisch hielt. Stellen diese Bücher einen Wert von 900 Dukaten dar? Das müssten wir herausfinden. Erstmal Abelmir, ich bin mir sicher, ihr kriegt das hin. Und wo wir schon dabei sind, ich lasse ein paar Leute anweisen, dass sie Rimbalguas Gerätschaften aus meiner Kabine schaffen. Das wurde auch Zeit. Ja, dann würde ich mal zur offiziellen Bibliothek gehen und mal gucken. Ja, kümmert euch darum, falls wir die Geldmittel nicht aufbringen können, ist der Plan sowieso hinfällig und wir planen den Angriff. So soll es geschehen.